Ja, Elena Apel, du als Doppelstarterin hattest gestern schon ein Mammutprogramm, zumal du noch einen Hoffnungslauf im Kajak gegangen bist. Heute im Halbfinale war es super gelaufen, du warst Halbfinale Zweite, bist dann also als Vorletzte ins Finale gegangen. Am Ende hat es nicht so geklappt, wie du dir es wahrscheinlich gewünscht hast. Erzähl mal ein bisschen, wie ist dein Lauf gewesen? Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Lauf. Der Einstieg war super schön. Im mittleren Teil bin ich dann ein bisschen in Hektik verfallen und das hat sich dann halt durch zwei Berührungen gleich bemerkbar gemacht. Und am Ende haben mich die zwei Berührungen auch, ich sag jetzt mal, die Bronzemedaille gekostet. Aber vor allem mit dem unteren Abschnitt, mit dem letzten Abschnitt, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich das nochmal so abliefern konnte und mich auch dort im Vergleich zum Halbfinale ein bisschen verbessern konnte. Du bist ja eine Paddlerin, wie ich erfahren habe, die eher ein bisschen ruhiger sowieso einsteigt und dann auf der Strecke ein bisschen Zeit gewinnt. Ist das so? Also ich sag immer, am Anfang gewinnt man nicht, da verliert man eher und hinten raus kackt die Ente. Also im letzten Abschnitt, da kommt es nochmal drauf an. Ich will erst einen ruhigen Einstieg, damit ich mich schön sicher und wohl fühle und dann hinten raus kann ich Vollgas geben. Wie bist du jetzt insgesamt mit dem heutigen Tag zufrieden und was nimmst du dir für morgen vor? Da steigst du ja nochmal ins Boot in Kanadier. Also es war mein erstes Weltcup-Finale im Kajak überhaupt und dann auch noch hier in Prag, wo es eh immer ein bisschen schwieriger ist. Ich bin mega stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Es bedeutet mir viel und ja, morgen ist ein neuer Tag. Ich versuche genauso ranzugehen wie heute und dann gucken, was rauskommt. Da wünsche ich dir auf jeden Fall morgen ganz viel Erfolg dabei. Danke.